lieben Widder, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat März 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Februar. Und wie immer begrüße ich ganz herzlich alle Abonnenten und auch gleich ein ganz herzliches Dankeschön für eure Abos. Und ich möchte natürlich auch alle begrüßen, die neu sind. Und es freut mich, dass ihr hier auf den Kanal gefunden habt. Und ich möchte mich bedanken bei allen, die die Videos liken, die hier wunderschöne Kommentare hinterlassen, mir schöne Botschaften schicken per E-Mail und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön für die Spenden, die mich erreichen. Ja, für diejenigen, die hier zum ersten Mal mit dabei sind, gebe ich noch so ein paar Vorab-Informationen. Das sind also hier allgemeine intuitive Legungen und das kann durchaus bedeuten, dass der ein oder andere von euch sich hier nicht so wiedererkennt in der Legung, die nicht so richtig mit euch schwingt. Dann seid ihr herzlich eingeladen, euch eines der anderen Videos anzuschauen zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder auch zu eurer Venus. Und dann findet ihr dort vielleicht die Botschaften, die mehr von Bedeutung sind für euch oder auch ergänzende Botschaften. Wer ganz konkrete Fragen hat, darf auch gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da findet ihr den Link zu meiner Website und darüber könnt ihr mich dann auch sehr gerne direkt kontaktieren. Die Themen sind nicht immer so von vornherein zu sehen und die können sich durchaus auch überschneiden. Es können sich unterschiedliche Themen hier widerspiegeln. Oft zeigen sich berufliche Themen, Beziehungsthemen, die allerdings auch nicht auf romantische Beziehungen begrenzt sind, sondern hier kann es sich um familiäre Themen handeln oder auch freundschaftliche Beziehungen etc. Was gibt es noch? Ja, genau. Königinnen und Könige sind geschlechterunabhängig. Die können andere Menschen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht besonders im Kontakt steht. Oder die eine besondere Bedeutung für euch spielen. Die können aber durchaus auch eure eigene Energie anzeigen, wobei die Könige auf die äußere Handlungsebene hinweisen und die Königinnen wiederum auf mehr die Innenschau, also wie ich innerlich mit einem Thema umgehe. Auch die Herrscherin und der Herrscher sind hier ähnlich zu verstehen. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Karten liegen auf dem Tisch. Und ganz interessant, dass eure Legung auch mit einem König beginnt. Das hatte ich gerade schon bei den Fischen. Allerdings bei euch zeigt sich der König der Münzen. Die erste Position, die lese ich ja so ein bisschen als Themenposition, sprich der energetische rote Faden, der sich hier durch den Monat zieht für euch. Das kann hier mit dem König der Münzen natürlich eine Person sein. Wie gesagt, die vielleicht in diesem Monat eine besondere Bedeutung für euch spielt. König der Münzen steht für Erdzeichen, da haben wir Steinbock, Stier oder auch Jungfrau, wie gesagt, geschlechterunabhängig. Generell steht der König der Münzen für Stabilität, für eine gewisse Sicherheit, für eine gewisse Nachhaltigkeit durchaus auch, sprich nachhaltige Entwicklung. Für das Leben, das Lebendige, auch durchaus für den Genuss als solcher. Also es kann hier, wenn es eure eigene Energie anzeigt, durchaus darauf hinweisen, dass ihr hier relativ gut aufgestellt seid jetzt im März, dass ihr vielleicht auch berufliche Pläne vorantreibt. Die Themen Gesundheit sind mit Münzen generell angezeigt, finanzielle Themen auch hier wäre Stabilität mit angezeigt. Wohnsituation, auch das finden wir unter den Münzkarten. Ja. Und also das kann, wie gesagt, in unterschiedlichen Bereichen hier Hinweise geben, dass hier eine gewisse Stabilität, Kontinuität greift langsam im März oder sich verfestigt, wenn hier zuvor vielleicht gewisse Umbrüche waren. Das Beziehungsthema möchte ich auch nicht ganz ausschließen, da in dem Themenkomplex steht der König der Münzen für jemanden, der für gewöhnlich zuverlässig ist und der sich zu einer Beziehung auch bekennt. Das kann von euch ausgehen oder wie gesagt, möglicherweise habt ihr auch mit einem Partner, einer Partnerin zu tun, die diese Qualitäten einbringt. Ich lege noch Klärungskarten dazu. Ja, die Sonne und die 9 der
Kelche haben wir hier zwei Karten, die durchaus mit innerer Zufriedenheit zu tun haben. Ja, also die Sonne ist die Karte des inneren Glücks, ja, und die 9 der Kelche ist die Karte der Wunscherfüllung. Also wie gesagt, je nachdem, in welcher Lebensbereich ihr vielleicht Prioritäten hat für euch in diesem Monat, scheinen sich die Dinge ganz gut zu entwickeln. Wie gesagt, mehr Stabilität möglicherweise auch anzunehmen und durchaus auch zu eurer Zufriedenheit, ja. Ja, die nächste Karte ist der Magier. Ganz interessant, wir haben jetzt drei große Arcana-Karten in der oberen Reihe. Ja, der Magier ist eine Zwillingskarte. Ja, hier geht es oft darum, das eigene Potenzial zu erkennen und auch in die Manifestation zu bringen. Also, wie gesagt, mir scheint, dass hier möglicherweise schon mit einem längeren Anlauf gewisse Themen sich jetzt wirklich konkretisieren, manifestieren oder auch eine gewisse Stabilität bekommen. Durchaus euren Wünschen, eurem Willen hier folgend, euren Vorstellungen, euren Erwartungshaltungen. Vermutlich habt ihr aber auch einiges dafür getan. Das muss nicht zwingend eine Handlung im Außen sein, das kann auch wirklich die innere Einstellung sein, die hier wirklich hilft, gewisse Pläne und Ziele zum Erfolg zu führen. Da haben sich jetzt einige gezeigt, aber gut, ich nehme sie mal alle. Ja, ich denke, hier haben wir so eine kleine Entwicklungsgeschichte. Zwei der Schwerter, Entschuldigung. Ich denke hier, das ist eine Energie, die hier in der Vergangenheit wahrscheinlich für die meisten liegt, ja. Das ist eine Karte, die mit Unentschlossenheit zu tun hat, mit einem inneren Konflikt oft. Ja, das Herz möchte in die eine Richtung und der Verstand in die andere Richtung. Und das kann dazu führen, oder ja, der Eremit, den wir hier sehen, kann so den Zustand anzeigen, der hier in der Folge sich daraus entwickelt hat, nämlich in sich selbst die Antworten zu finden. Zu versuchen, also sich vielleicht der Herzebene hier ein bisschen mehr zu öffnen, ja, sich weniger von dem Verstand beeinflussen zu lassen, vor allem von angstbesetzten Gedanken, Skepsis, beladenen Gedanken und Ähnlichem. Ja. Also ja, wir haben hier zweimal Jungfrau-Karten und noch eine Steinbock-Karte. Ich denke, ihr seid euch hier selbst treu geblieben, ja, euren eigenen Ideen oder habt auch an euch geglaubt, an eure Fähigkeiten geglaubt, an eure Talente geglaubt. Also was immer hier im Hintergrund die Ursituation sozusagen ist, die hier Verunsicherungen ausgelöst hat, ja, die habt ihr also sozusagen für euch gelöst, ja, und dann haben wir noch die 10 der Münzen dazu, auch das eine Karte, die stark mit Glück und Erfüllung zu tun hat, ja, sich erfüllt zu fühlen, sich in Einheit mit der eigenen Überzeugung zu fühlen und hier nicht mehr zu sehr sich von außen beeinflussen zu lassen oder auch zu sehr von eigener Negativität vielleicht beeinflussen zu lassen. Die 10 der Kelche ist eine Karte, die auch durchaus mit anderen Menschen zu tun haben kann, ja. Also diese beiden Karten, der Eremit und die 9 der Münzen, sind beides zwar erstmal Karten, die eher für Rückzug stehen und Selbstbesinnung sozusagen stehen, aber mir scheint, ihr habt daraus eine neue Kraft entwickelt und seid jetzt vielleicht ja auch bereit, gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, gewisse Talente und Fähigkeiten, wie auch immer, in eine Gruppe reinzugeben, in eine Verbindung reinzugeben, in Kooperationen, im Arbeitsfeld zum Beispiel, ja. Oder hier neue Freundschaften zu knüpfen, sich mit Menschen wieder zu verbinden, die vielleicht mehr in Einheit sind, auch mit der eigenen Überzeugung. Und insgesamt erschafft das hier auch für euch, ja, ich hatte es bei den Fischen schon angesprochen, die hatten eine ähnliche Energie, ja, hier ist wirklich so eine Frühlingsenergie, eine gewisse Aufbaukraft, ein gewisser Fokus auch wieder mit
Ja, vorhanden. Ja, sehr, sehr schön. Und ja, das sehen wir auch gleich hier dann im Nah. Der steht ja für Neubeginn, für einen neuen Aufbruch auch. Und zwar ja wirklich mit einer eher enthusiastischen inneren Überzeugung letztendlich. Ja, was immer im Hintergrund in der Vergangenheit passiert ist. Ja, das lässt man auch auf einer gewissen Ebene los. Das ist zwar nicht weg, aber man hängt nicht mehr in der Negativität vielleicht einer gewissen Erfahrung, sondern man ist wieder mehr fokussiert auf das Hier und Jetzt und möglicherweise auch auf die Zukunft. Wobei auch hier nicht so Zukunftsängste im Vordergrund sind, sondern ja, man öffnet sich hier neuen Möglichkeiten, neuen Optionen. Ja, drei der Münzen. Auch das eine Karte, die viel Aufbauenergie hat. Und die sieben der Münzen. Ja. Ja, ich denke, die sieben der Münzen, ja, die kann auf die vergangene Erfahrung durchaus hindeuten. Das kann eine Karte sein, die manchmal so ein Schwanken zwischen Frustration und Hoffnung anzeigt. Also je nachdem, was hier im Vorfeld passiert ist, in der Vergangenheit passiert ist, kann diese Karte also darauf hindeuten, dass ihr hier wahrscheinlich länger irgendwo auf eine Entwicklung gewartet habt. Vielleicht gab es auch immer wieder Aspekte, die diese Hoffnung aufrecht gehalten hat. Aber es kam auch immer wieder zu Frustmomenten und der Einsicht daraus wahrscheinlich letztendlich, dass man hier irgendwas in die Veränderung bringen muss. Entweder ja eine innere Überzeugung, eine innere Ansicht, eine innere Erwartungshaltung oder auch tatsächlich äußere Umstände in die Veränderung bringen muss oder sich darauf einlassen darf. Aber wie gesagt, hier ist viel Aufbauenergie mit der 3 der Münzen angezeigt. Hier ist man auch gewillt, sich neuen Ideen, neuen Umständen durchaus ja, mit einer gewissen Durchhaltekraft auch zu widmen, ja, also wirklich ernsthaft hier was Neues anzugehen, ja. Die 3 der Münzen hat ja damit zu tun, dass man sich ein neues Fundament schafft, und zwar ein stabiles Fundament, auf dem sich eben auch langfristig und dauerhaft Dinge entwickeln lassen, sei es im Beziehungsthema, sei es vielleicht in neuen Projekten, bei denen auch andere Menschen noch eine Rolle spielen, ja, gewisse Gruppen, Vereine oder ähnliches. Ja, hier kann die 7 der Münzen auch eine zweite Bedeutungsebene noch annehmen. Das ist ja auch die Gärtnerkarte, ja. Sprich, man ist hier auch wirklich gewillt, den Fokus drauf zu halten, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um hier diesen Neustart erfolgreich auch weiterzuführen, ja, diese Anfangsenergie nicht verpuffen zu lassen, sondern hier wirklich eben konsequent dran zu arbeiten und darauf zu achten, dass ja die Dinge sich eben günstig auch entwickeln. Ja, jetzt haben wir die Todkarte, die Skorpionkarte, eine Transformationskarte. Ja, ich denke, wie gesagt, hier schließt sich also eine Tür und eine neue öffnet sich. Für einige findet das erst im März statt, für andere hat das möglicherweise schon stattgefunden. Ja, dieses Loslassen von ja, alten Vorstellungen, Erwartungshaltungen oder was auch immer hier für den Einzelnen im Hintergrund liegt. Hier haben wir die Hohe Priesterin. Ja, und das Ass der Stäbe. Ja, die Hohe Priesterin könnte hier darauf hinweisen, dass hier gewisse Aspekte möglicherweise bekannt geworden sind, die zuvor nicht
nicht bekannt waren, die man nicht so richtig einschätzen wusste. Es kann durchaus sein, dass sich hier für den einen oder anderen ja ein Vorhang gelüftet hat. Und dadurch, dass hier also mehr Informationen zu euch gekommen sind, ihr also mehr Klarheit vielleicht auch für euch selbst entwickelt habt, also das, was wir hier schon gesehen haben, das kann durchaus dazu geführt haben oder dazu führen, dass ihr hier also sagt, so ja, okay, jetzt kann ich hier ganz klar den Schlussstrich ziehen, ich kann hier Altes loslassen, hinter mir lassen. Und das bringt euch hier auch in eine neue Energie mit diesem Ast der Stäbe. Ja, das steht ja für generell für Lebenskraft, Lebensenergie, Kreativität, neue Ideen, Inspirationen. Und ja, ganz grundsätzlich für Energie, die man wieder zur Verfügung hat. Vor allem, wenn hier vielleicht ein etwas eine stressvolle Phase hinter euch gelegen hat, eine auslaugende Phase hinter euch gelegen hat. Mit diesem Cut, mit diesem Schnitt und dem Neubeginn hier, ja, da ist wirklich, wird viel Kraft einfach freigesetzt. Hier kann auch noch der Hinweis sein, dass hier, ja, auch eine innere Überzeugung, eure Intuition durchaus eine sehr hilfreiche, unterstützende Kraft, durchaus in diesem Prozess, in diesem Transformations- und Loslösungsprozess, für euch war oder ist. Ja. Für manche kann hier eine Trennung angezeigt sein, durchaus im Beziehungsthema, ja. Auch hier könnte Information eine Rolle spielen, die hier zuvor nicht sichtbar war, nicht bekannt war und die jetzt aber eben euch zur Verfügung steht. Ja, hier haben wir die Gerechtigkeit, Waagekarte, die zu den Entscheidungskarten gehört. Auch die hat oft damit zu tun, dass man sich hier von was trennt, einer Beziehung, einem Arbeitsplatz, einer Vorstellung, einer Idee oder ähnlichem. Ja. Und sie hat aber eben auch damit zu tun, dass durch diesen Loslösungsprozess und/oder den Entscheidungsprozess gewisse Dinge wieder in die Balance kommen, die zuvor nicht in der Balance waren. Und wir haben hier unten ja auch noch die Karte des Mangels. Also mir scheint hier sind entweder schon wirklich richtungsweisende Entscheidungen getroffen worden oder ihr kommt jetzt im März in die Position, wo ihr Entschuldigung, diese Entscheidung auch für euch treffen könnt. Ja. Manchmal kann die Gerechtigkeit auch für öffentliche Instanzen stehen, für Ämter, gewisse Ordnungsstrukturen, die hier möglicherweise auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Ja, zum Beispiel im Arbeitsbereich, im beruflichen Bereich. Nicht, ist klassischerweise nicht so ganz die Karte, die einen Arbeitgeber darstellen würde, aber durchaus zum Beispiel ein Arbeitsamt oder ähnliches. Ja, oder auch ja, die Einschränkungen, Vorschriften, die hier im Moment noch im beruflichen Thema möglicherweise sich auswirken auf den einen oder anderen. Auch das könnte mit der Gerechtigkeit hier angezeigt sein. Ja, also das möchte ich hier nicht ausschließen, dass das durchaus für einige hier von Bedeutung ist, weil der Gehängte eben eine Karte ist, die oft darauf hindeutet, dass man hier in eine Sackgasse gerät und zwar aus äußeren Umständen heraus. Ja, also das kann ja für den einen oder anderen durchaus von Bedeutung sein, gerade im beruflichen Thema, ja, dass man hier gezwungen ist, nach Alternativen Ausschau zu halten. Auch so ein bisschen natürlich vielleicht die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ja. Generell, wo immer hier jetzt eine Entscheidung ansteht oder vielleicht auch schon anstand,
die möglicherweise auch hier mit Trennung verbunden ist in den unterschiedlichen Formen. Mir scheint, das ist nicht so wirklich ganz aus eurem direkten Zutun entstanden, ja, sondern ihr seid hier wahrscheinlich involviert. Ja, in irgendeiner Form, in irgendeiner Konstellation, die aber ja sich für euch vielleicht hier nicht so günstig direkt entwickelt hat, ja. Aber ich denke, viele von euch haben hier gesagt, ja gut, okay, ich akzeptiere das, womit ich hier zu tun habe und suche für mich selbst allerdings eben einen Ausweg, eine Alternative etc., ja. Ja, hier haben wir den Ritter der Münzen, auch der könnte ja durchaus doppeldeutig auftauchen, sowohl in der niederen Schwingungsebene und dann zeigt er hier eine Blockade an, also nochmal mehr das, was wir hier schon beim Gehängten gesehen haben, ja, dass sich die Dinge irgendwo nicht so weiterentwickelt haben, eher im Sande verlaufen sind. Ja, in der hohen Schwingungsebene kann er hier durchaus aber auch auftauchen und dann hat er eben eher die Qualitäten, die wir schon bei dem König gesehen haben, ja, und auch in der 3 der Münzen, sprich, hier ist dann also ein Anfangsmoment, hier wird sozusagen ein neuer Samen in die Erde eingebracht. Der braucht dann zwar Zeit, bis er aufgeht und sich entwickelt und dann auch irgendwann mal Früchte trägt. Also hier ist schon ein bisschen Geduld auch gefragt, bis man tatsächlich mal Ergebnisse sieht. Es braucht auch hier so ein bisschen, ja, die Hingabe und die Aufmerksamkeit, damit sich neue Projekte, vielleicht auch neue Beziehungen oder ähnliches, neue Ideen wirklich entwickeln, so dass man irgendwann mal sagen kann, okay, das hat sich wirklich gelohnt. Aber trotzdem, bei diesem Ritter der Münzen ist eben auch dieser Aspekt der Stabilität und der nachhaltigen Entwicklung ein ganz großer. Also hier geduldig zu sein, kann sich durchaus auszahlen, ja. Man sollte nicht zu schnell Ergebnisse erwarten, aber dass sie lange brauchen, bedeutet eben nicht, dass sie nicht kommen. Ja, ich denke hier, also wenn für einige hier eher diese Blockadeenergie im Vordergrund steht, scheint aber trotzdem die 2 der Kelche hier anzuzeigen, dass ihr damit irgendwo einen friedlichen Abschluss findet. Ja, also das ist genau das, was wir hier gesehen haben in dieser Position. Ja, ihr seid hier zwar, ist zwar vielleicht mit ein bisschen Zähneknirschen und erstmal zurückzuziehen und ja, innerlich auch wieder zu heilen, ja, sich neu aufzubauen, neu aufzurichten, neu auszurichten. Aber mir scheint aus dieser Energie heraus, ja, also dass ihr hier mit euch in Einheit seid, mit euch selbst im Reinen seid letztendlich, das gibt euch eben genau die Kraft, die ihr jetzt braucht, um euch ja diesem Neustart auch irgendwo zu widmen. Ja, hier haben wir mit der 6 der Stäbe noch eine Karte, die auf Erfolg hindeutet. Ja, auch hier können durchaus andere Menschen eine Rolle spielen. Also das, was wir hier auch schon gesehen haben. Ja, dass man hier gemeinsam an einem Strang zieht, gemeinsam auch vielleicht auch ein Ziel hinarbeitet. Wie gesagt, das ist nicht ganz so schnell zu erreichen, aber das sollte euch nicht davon abhalten, in die Richtung weiter euch zu engagieren. Ja, und ja, es ist der Siegeszug, diese Karte 6 der Stäbe, sprich, Jana, schwingt natürlich auch oft mit. Da liegt eine Phase im Vorfeld, die wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd war. Trotzdem oder gerade deswegen natürlich umso schöner zu sehen, dass hier jetzt eine neue Energie in euch ist und hinter euch steht und dass sich die Dinge auch wieder nach vorne bewegen für euch. Ja, und die 6 der Stäbe haben wir also hier gleich nochmal. Auch das also eine Karte, die hier schön in Einheit geht mit diesem Ast der Stäbe. Das hier ist Jupiter im Löwen. Ja, also Löwe ist natürlich, hat zu tun mit der inneren Überzeugung, mit der Herzebene. Und Jupiter ist ja der ausdehnende Planet, ja, der auch allen dabei hilft, gewisse Grenzen und Blockaden letztendlich zu überwinden. Und mir scheint, das ist genau die Qualität, die hier zum Tragen kommt für euch. Ja,
3 der Stäbe und 5 der Stäbe als Klärungskarten hier dazu. Ja, es geht hier wirklich nach vorne. Die 3 der Stäbe ist wahrscheinlich hier eine ganz wichtige Karte, weil die anzeigt, ja, man geht hier den ersten Schritt in die richtige Richtung. Damit ist das Ziel zwar noch nicht erreicht, ja, aber man löst sich auch aus dieser Blockade-Energie, ja, die ja oft eher was einen auf so eine passive Position irgendwo drängt, ja. Und diese Stäbekarten sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass man hier aus dieser Ohnmachtsposition, aus dieser Passivität rauskommt und mehr wieder in die Handlungs Energie, in die aktive Energie, in die gestaltende Energie eben auch kommt. Ja, die 5 der Stäbe, das ist die Karte der spielenden Kinder, der Kinder im spielerischen Kampf. Hier geht es oft darum, um eine sehr kreative Phase, ja, und auch eine offen, sich dieser Kreativität zu öffnen. Sprich, hier kann es durchaus sein, dass man mit unterschiedlichen Ideen zu tun hat, mit unterschiedlichen Konzepten zu tun hat, einem unterschiedliche Gedanken durch den Kopf gehen und man sollte sich die auch, ja, sich dem einfach mal öffnen, noch gar nicht so sehr eine konkrete Entscheidung vielleicht treffen, sondern sich, wie gesagt, hier auch, ja, auf einer spielerischen Art und Weise eher mit den unterschiedlichen Themen auseinandersetzen und dann zu einem späteren Zeitpunkt erst tatsächlich eine Entscheidung treffen. Ja, aber mir scheint, hier geht so eine Tür auf für euch, die jetzt auch so einen ganzen Blumenstrauß von Wegen und Möglichkeiten letztendlich eröffnet. Und ja, wie gesagt, also da würde ich mich noch gar nicht so festlegen, noch gar nicht so konkret werden, sondern das erstmal mir alles anschauen, mich da reinfühlen, wenn hier andere Menschen eine Rolle spielen. Also wir haben einige Karten, die durchaus darauf hin deuten könnten, dass hier andere Menschen in irgendeiner Form auch involviert sind. Ja, dass man die vielleicht erstmal kennenlernt und ähnliches und dann sich ja das Ganze vielleicht so ein bisschen nach und nach sortiert, ja, und man dann mehr in diese konkretere Energie kommt und konkreter hier vielleicht in die Aufbauenergie geht. Ja. Die 5 der Münzen, ja, ich denke, auch hier sehen wir letztendlich den auslösenden Moment wahrscheinlich für viele. Die 5 der Münzen ist die Mangelkarte. Also irgendwo war hier wahrscheinlich eine Mangelsituation. Vielleicht zieht die sich für den einen oder anderen auch noch so ein bisschen mit in den März hinein. Das kann ein finanzieller Mangel sein, das kann generell ein Entschuldigung, ein materieller Mangel sein. Aber auch natürlich ein emotionaler Mangel, ja. Also wenn ich in einer Beziehung bin zum Beispiel, dass ich nicht genug Aufmerksamkeit bekomme oder ja, dass ich mich zwar selber sehr engagiere, aber wenig zurückkommt oder auch im beruflichen Thema, ja, dass auch da irgendwie kein Rückhalt in der Firma ist, schlechte Arbeitsenergie zwischenmenschlich oder ähnliches, ja. Aber es ist eben auch eine Karte, die schon auch so ein bisschen den Hinweis mit drin hat, ja. Auch wenn das nicht so ganz einfach ist, wenn man sich eben in so einer Situation befindet, nicht nur die Negativität wahrzunehmen, sondern auch verstärkt vielleicht die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was mich aus dieser Mangelsituation rausbringen kann. Ja, und mir scheint, viele, viele von euch haben genau das schon getan oder tun das jetzt im März. Ja. Ja, sehr schön, der Stern. Und die 4 der Stäbe, ganz wunderbar. Zeigt sich noch das Rad des Schicksals dazu, die heute noch mit. Ja, und zwar haben wir hier ja fast die Situation, sich am eigenen Schopfer aus dem Sumpf rauszuziehen. Ja, das Rad des Schicksals hat damit zu tun, dass man aus sich selbst heraus, aus der eigenen Überzeugung heraus auch wirklich die Dinge verändern möchte. Und zwar hat auch das Rad des Schicksals oft mit wirklich tiefgreifenden Veränderungen zu tun. Und mir scheint, das zahlt sich wirklich aus. Ja, also der Stern, auch der hat diese Heilungsenergien, Seelenheilung, Herzheilung. Ja, ich denke, das ist genau das, was wir hier schon beim Magier auch gesehen haben.
Das ist eine Karte, die mit Zukunft, Zukunftsplänen, Zukunftsvisionen zu tun hat und durchaus auch die Karte der Wunscherfüllung. Und mir scheint, dass ihr und dass es euch gelungen ist, hier die Perspektive für euch zu verändern, aktiv auch danach zu suchen, was hier an Alternativen für euch möglich ist, und nicht euch letztendlich aufzugeben hier selbst. Ja, das ist ein ganz, ganz wunderschön zu sehen. Und dieser Vier der Stäbe, auch das kann eine Karte sein, die mit Gruppen, Kooperationen zu tun haben kann. Im Arbeitsbereich zeigt sie für gewöhnlich ein sehr gutes Miteinander an, ein wirklicher Zusammenhalt, eine wirkliche Zusammenarbeit. Sie kann stehen für Freundschaften, ja. Die kann auch durchaus stehen dafür, ja, für Beziehungen auch, ja. Ja, wobei ich das im Moment eher so als Potenzial sehe, das sich öffnet dadurch, dass ihr eine alte Situation hinter euch gelassen habt. Ja. Ja, dann haben wir hier also noch ein Ast, das Ast der Münzen, ganz wunderschön, ja, weil das genau in dieser Qualität bleibt, die wir hier schon gesehen haben. Also viel Neustart, viel Neuaufbau, aber eben nicht nur aus einer Reaktion und einem Impuls vielleicht aus einer Reaktion, sondern, wie gesagt, hier ist eine innere Überzeugungskraft, die jetzt mit diesen neuen Optionen, mit diesen neuen Möglichkeiten euch ja wirklich das oder das Fundament dafür legt, dass sich die Dinge hier langfristig entwickeln. Ja. 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 Also 10 der Schwerter und der Herrscher. Ja, ich denke, auch diese 10 der Schwerter, ähnlich wie die 5 der Münzen, zeigt hier auf die, ja, das auslösende Moment für die Transformation durchaus an und bringt eure Qualität hier zum Vorschein. Ja, der Herrscher ist ja die Widderkarte. Also euer Pioniergeist ist hier ungebrochen, wahrscheinlich im Gegenteil, der kommt hier wieder erst so, wieder so richtig zum Vorschein. Ja, auch wirklich ein neuer innerer Motor, ja, der hier endlich wieder das Ganze nach vorne ziehen darf. Ja, wahrscheinlich war das, was hier im Vordergrund lag, ja, ziemlich herausfordernd für euch. Ja, also so ein bisschen, als hätte man auf dem Gas gestanden, aber der Gang, der durfte nicht eingelegt werden. Ja, und jetzt fällt das alles zusammen. Der Gang ist drin, ihr steht auf dem Gas und es geht los für euch. Ja. Ja, dann haben wir die Liebenden als letzte Karte, Zwillingskarte hier. Die Karte der inneren Herzentscheidung. Ja, das ist vor allem die Bedeutung dieser Karte, aber ich denke, die kann darüber hinaus auch noch diese ja, innere Versöhnung mit sich selbst wieder in Einheit zu sein anzeigen. Ja, für Partnerschaften, also wenn sich hier neue Partnerschaften entwickeln, wenn ihr jemanden neuen kennenlernt, vielleicht, ja, für gewöhnlich steht in dem Themenkomplex, stehen die Liebenden auch für eine Partnerschaft auf Augenhöhe, ja. Und auch im Beruflichen, auch hier kann wirklicher Zusammenhalt auch da in einem gewissen Sinne eine Kooperation, Partnerschaft bis hin auch zu ja, wirklich den Geschäftspartnern stehen. Ja. Und generell, wie gesagt, weil hier auch dieses Thema mit Gruppen, Kooperationen und so weiter sehr präsent aufgetaucht ist, auch da wäre die Liebenden eine Karte, die auf Harmonie zwischen den unterschiedlichen Beteiligten anzeigen kann. Ja.
Man konzentriert sich hier weniger auf das, was vielleicht trennend ist, ja, die Unterschiede, unterschiedliche Ansichten, die hier vielleicht noch so ein bisschen eine Rolle spielen, sondern man konzentriert sich mehr auf das Verbindende, das Gemeinsame, ja, das Ergänzende auch untereinander. Ja, also Königin der Schwerter und das aus der Kelche ganz wunderbar hier nochmal zum Abschluss. Ja, hier ist also ein kristallklarer Fokus, der jetzt irgendwo in euch ist. Ja, nicht mehr diese Irritation, die wir hier in den zwei der Schwertern gesehen haben und dieses sehr frustrierte aus der 10er Schwerter und den 7 der Münzen, sondern hier ist eine ganz klare Position, eine ganz klare Überzeugung, eine klare Richtung, vielleicht sogar ein klares Ziel. Ja, und das führt hier dazu, dass ihr in Einheit auch wirklich oder Verstand und Herz in Einheit seid. Ja, und dadurch diese Wunscherfüllung, ja. Die taucht ja hier zweimal auf, ja, und dieser innere Frieden aber auch, ja, hier wirklich ganz wunderbare neue Türen für euch öffnen. Das kann wirklich auf ganz unterschiedliche Themen zutreffen, aber wo immer das Grundthema für euch liegt, ja, also dieses Ast der Kelche ist hier nochmal eine ganz wunderbare. Ja, fast ein Hinweis eigentlich für euch. Ja, die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die sind absolut richtig für euch. Und ja, wie gesagt, da kommt wahrscheinlich ein ganzer Strauß von Möglichkeiten, Optionen auf euch zu, die aber wirklich in Einheit sind mit eurer Herzenergie. Und der Magier ist ja die Karte der Manifestationskraft. Ja, und durch diese innere Arbeit, die ihr gemacht habt, diese innere Überzeugungsarbeit, diese innere Transformation letztendlich, wie gesagt, vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis, das sich hier noch gelüftet hat, führt jetzt also wirklich dazu, dass ihr, ja, dass ihr wieder vollkommen in eurer Kraft seid und euch von dem auch nicht mehr runterziehen lasst, nicht mehr aufhalten lasst, nicht mehr blockieren lasst, sondern ja, die Tore sind offen und ja, ihr könnt wahrscheinlich das Leben wieder mit beiden Armen umarmen und begrüßen und feiern. Ja, ganz wunderschön. Ja, ihr Lieben. Ganz fantastische Legung für euch hier. Freut mich sehr, dass sich die Dinge positiv für euch entwickeln. Ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle. Habt einen fantastischen Monat. Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.